nein, wir haben den nächsten Wales. Oder, doch. Und was ist das? Wir haben jetzt hier uns eine Unterwasserdrohne zugelegt. Wasserdrohne. Alter, wir haben diesen Fisch. Auf Wurm. Ey, das ist ganz großer, der Fisch. Ein Wirbel ist das, glaube ich. Das zieht sich hart gerade hier. Was geht ab? Ist ein bisschen später, als wir uns vorgenommen haben. Ja. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall am Start, hier am Bach. Habt ihr auch so Bock wie wir? Gehen heute auf Wels. Oh, was geht ab? Oh, Lukas, was geht ab? Ja, wir haben heute alles dabei. Würmer, Maden, volles Paket. Moin, Aaron. Hier, alles voller Würmer. Kann ich gerade mal zeigen. Elias ist auch schon am Start. Ja, heute geht's auf Wels im Bach und alles mögliche, was auch noch so beißt. Vielleicht finden wir noch mehr Fischarten, als sie sonst noch hier drin sind. Abpackmatte? Nee. Kescher? Ja. Haben wir ein paar Würmer hier, Full Packs hier, haben wir alles dabei, ganze Ausrüstung ist am Start. Marcel, heute war es an. Ja, das ist was ganz Neues, ne? Was hast du gesagt? Was zählt sie dich aus? Ich muss eigentlich schon machen, gell? Das ist mein Markenzeichen mittlerweile. Na, mein Bitch Petri, Jakob, dankeschön. Wir haben schon ein bisschen angefüttert und wir schmeißen es gleich rein. Ne, eine Rute ist schon drin, die ist im Tunnel drin und Elias macht gerade die Köder fertig. Was machst du rein, Elias? Erstmal Made? Ja, okay, Made, ganz entspannt, ne? Erstmal ganz entspannt Made. Und das Geile ist auch in den Maden, die habe ich heute frisch gekauft. Die sind richtig lebendig, die Dinger. Und das ist mal ein perfektes Zeichen, dass da was drauf geht. Weil die waren auch davor, als ich gekauft im Kühlschrank. Und dann, wenn die jetzt so ein bisschen, also draußen ist ja warm, 20 Grad, dann ist immer sehr gut, dass sie sich so, dann werden die so richtig aktiv und sind richtig gut drauf, die Dinger, ne? Wir sind auch gut drauf. Heute ist auch Freitag, von daher immer gut. Jetzt macht die Routen fertig. Ja, Mann, ich hab mega Bock. Letztes Stream haben wir hier am Bach einen Wels gefangen. Wir sagen, heute geht's weiter. Heute kommen 2 Meter Wels. Die eine Route, die du drin hast, ist auf Made drin, oder? Pose, ja. Ah, Pose, okay. Ey, Tobi. Ey, danke für die Galaxie. Als ob. Ja, bester Mann, wirklich. Ey, danke schön. Bester Mann hier. Aber heute auf jeden Fall. Aber ich würde auch sagen, so ein Busch ist immer alles besser, wenn da ist ja Freitag und so, ne? Von daher. Würdet ihr euch als gute Angler bezeichnen? Jeff, sein Bruder. Ja, ich würde schon sagen, dass wir gute Angler sind, ne? Aber es ist aber schon eine schwierige Frage, das stimmt, ja. Also wir sind jetzt keine Profi-Angler. Profi-Angler sind wir jetzt nicht, ne? Aber schon, würde ich sagen, Wissen von 7 Jahren. Da lernt man halt auch viel bei, ich gucke viele Videos an. Ich weiß schon viel für einen Angler, aber jetzt auf jeden Fall nicht so krass, weißt du? Zum Beispiel, es gibt Leute auf TikTok, die wissen alles. Das ist krass. Ja, so. So einer bin ich jetzt nicht. Ich bin auch so der Standardangler halt mit viel Erfahrung. Ich würde sagen, wir haben halt viel so Mo. Das war so eine Pose drin. Ich würde sagen, dass wir viel aus eigener Erfahrung quasi haben. Was ist so unsere eigene Meinung bei den Fischen quasi aus den Gewässern? Okay, die Pose ist drin. Angeln auf, danke fürs Flammherz. Und was schwimmt da alles so drin? Wir haben bisher 17 verschiedene Fischarten hier gefangen. Also wirklich von Wels. Oh! Das war's dran in der Pose? Ah, die eben ist sie gut runtergegangen. Ging schon was? Ne, wir angeln erst seit 5 Minuten. Hi, Bro. Heute schon gefüttert. Ja, wir haben eine halbe Stunde vor dem Livestream haben wir angefüttert. Und die ganze, ich habe ja so, ich würde so seit 40, 50 Mal habe ich ja alle so in diesen Bereich hingeschmissen, dass sie vor dem Tunnel sind und dass sie auch die Kabern hier rechts an dem Gebüsch, dass wir die ganzen Fische quasi hier vorne hinbekommen. Und ja, wir haben eine Pose Wasser. Elias macht gleich die zweite Route fertig. Und dann geht's auf jeden Fall ab. Ist das Wasser nicht krass verschmutzt, wenn direkt darüber eine Schnellstraße ist? Eigentlich nicht. Aber eigentlich, je nachdem, wie das Wasser halt ist, ist es immer unterschiedlich. Das kann man so nicht sagen. Manchmal ist das Wasser sehr klar. Besonders am Anfang immer war das relativ klar, aber dann immer, wenn Sommer und Hochwasser ist viel Regen. Da kommt auch viel Regen durch die Erde halt hier rein, dann ist es ein bisschen verschmutzt. Lass mal bitte die Angel mal länger als 30 Sekunden an einem Spot. Wie soll da was beißen? Sascha, das ist so immer, macht Elias immer. Das ist halt also seine Angewohnheit, ne? Wie groß sind die Werte? Also wir Bimbi werden jetzt eingefangen und der war so 10 cm groß oder so. Und wir schmeißen jetzt mal mit Made rein, damit Wurm und damit Fischfetzen, ne? Wann macht der Spinnfischen? Das müssen wir noch machen. Aber was irgendwie, wir fühlen das so richtig hart hier auf einfach so auf Pose oder Grund mit Wurm oder Made oder Fischfetzen. Das ist richtig nice. Holt die Pose nicht immer gleich ein, sonst machen die Fische das. Ja. Oh, Zander Talk, was geht ab? Wie viele Fische hattet ihr schon? Also wir haben hier schon locker 40 Fische gefangen. Darunter auch ein 80 cm Fisch und 17 verschiedene Fischarten. Gebt euch das mal. 17 verschiedene Fischarten haben wir hier im Bach gefangen. Wie vom Barsch, Sonnenbarsch, Döbel, Schleie, Karpfen, Karausche, Wels haben wir jetzt gefangen, Rotauge, Rotfeder, Rapfen. Ey, das ist alles mögliche. Das ist komplett, das ist alles so komprimiert, das ist geisteskrank. Naja, Anna, nur der HSV, so sieht's aus. Aber nee, ich bin kein HSV-Fan. Oh, erst Fisch. Nein, wir haben den nächsten Wels. Ja. Aber der ist größer als der letzte, oder? Ja, der ist oder größer. Oder ungefähr. Ey, was krass. Ist das denn, krass. Warte, eine Sekunde. Ey, Tobi, danke für die Donation. Geisteskrank, habe ich auch noch nicht gesehen. Ey, besser Mann hier auf jeden Fall. Auf der Donation Fisch. Tobi, dankeschön, ne? Ey, einfach wieder ein Wels gefangen, ich fasse es nicht. Ja. Was ist das für einer? Ist das Heimat? Oder ist das ein Katzenwels? Das ist ein Katzenwels. Ah, der hat hier die Stacheln. Ja. Der hat hier und hier eine Stachel. Einfach wieder ein Katzenwels. Ja, müssen wir umbringen, ne? Müssen wir umbringen, ja. Leider. Das ist invasiv. Aber trotzdem. Krank, ey. Ich bin aber echt krass, dass hier auf einmal Wälse drin sind, so weißt du? Ja, wieder schon der zweite seit letztes Mal. Ja. Wieder ein Wels einfach. Ich würde sagen, ich bringe den schnell um. Ja.
Oder dass wir das hinter uns haben. Jonas, ich hasse diese Fische. Krass. Ich finde solche Plätze top. Ja, wir auch, das ist krank. Also wir haben jetzt den zweiten Wert schon gefangen. Was macht ihr mit den Fischen? Je nachdem, was wir fangen, Stacy. Aber den müsst ihr zum Beispiel umbringen, weil das ist eine invasive Art und der darf nicht ins Gewässer hier. Der kommt von außerhalb und deswegen müssen wir jetzt töten, den Fisch. Ja, dafür machen Schuhe an. Letztes Mal habe ich mich ein bisschen verletzt bei dem Fisch. Ja, die haben Stacheln, ne? Da muss man aufpassen. Und der macht halt, wisst ihr, die einheimischen Fische können sich halt wegen dem nicht gut vermehren, weil er auch den leicht frisst und sowas. Und deswegen können da zum Beispiel die einheimischen Karpfen und Hechte und sowas sich nicht gut vermehren. Das tut dem Gewässer, dem Ökosystem nicht gut. Was war bisher euer größter Fisch? Ja, bei mir war es 85 cm Hecht und 12 Kilo Karpfen. Wie kamt ihr auf den Platz? Das war Zufall, dass wir den gefunden haben. Top erklärt mit invasiven Art. Danke, Zandertalk. Weil den kann man jetzt auch nicht mehr benutzen. Aber, also können wir nicht zurücksetzen. Und dann benutzen wir immer so Fische, die wir jetzt töten mussten quasi. Machen wir die kleinen Stücke und schmeißen den Fischfetzen wieder hier rein. War mal in Amerika und hab dieselben gefangen und auch gegessen, haben ganz gut geschmeckt. Hey, wie groß waren die, dass er die gegessen hat? Wie groß waren die? Ich finde auf jeden Fall, der europäische Wels ist halt krass. Also ich finde auch krass, wie der den rein übernommen hat. Dass sie auch so 50er Karpfen und sowas fressen, ne? Dass sie so einen Schaden anrichten können, so ein Gewässern hier. Genau, zum Beispiel Zander sagt, fremde Krankheit bringen ins Gewässer rein, kann Fischsterben auslösen. Das ist halt einfach so. Muss man halt einfach umbringen, ne? Oh, wir haben Fisch. Und diesmal Weißfisch. Oh, wieder ein Weißfisch. Oh, guck mal. Nee, ist ein Barsch. Ist ein Barsch. Oh, ernsthaft? Der ist aber schon ein bisschen größer, ne? Ja. Krass. Aber wir haben Barsch gefangen. Das zeige ich gleich nochmal. Alice muss den Haken rausmachen. Aber es geht auf jeden Fall gut ab. Einfach ein Barsch wieder gefangen jetzt. Wieder mit den schwarzen Punkten. Ja. Ey, wenn jemand weiß, was die schwarzen Punkte sind, das gerne. Das war schon der Krankheit. Schreibt mal gerne rein in den Chat, was es mit den schwarzen Punkten war. Was war der Marder oder Wurm? Beide Marder bis jetzt. Wo ist er das? Oh, die Pose ging weg. Nein, ist abgegangen. Oh, ist abgegangen leider. Pose war eben was dran. Oh, da ist was dran, oder? Ich würde anziehen. Ja, ist was dran. Da ist was dran. Okay, nächster Fisch. Da ist abgegangen. Oh, fuck, ist abgegangen. Ist das wie eine Brasse oder so? Oder? Doch. Hab ihn. Ja, und was ist es? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Der nächste Wels. Nein! Einfach den nächsten Wels. Das ist ein winziger. Der ist echt klein. Hä? Was geht denn hier ab mit den Welsen, Elias, auf einmal? Das glaube ich gar nicht. Guck mal, vor 5 Wochen haben wir nie hier Welse gefangen, nie. Ja. Und auf einmal, wir fangen hier nur noch, also guck mal, wir fangen nur noch Welse gefühlt hier. Gefühlt schon, ja. Ey, krass. Aber guck mal, wie kannst du das erklären auf einmal, Elias? Guck mal, auf einmal sind hier so richtig viel Welse drin. Ja. Wie kann das sein? Weiß nicht, vielleicht hat jemand hier freigelassen, das macht aber eigentlich keinen Sinn. Aber eigentlich macht das gar keinen Sinn, ne? Die sind nicht in der Gewässerkarte drin, die Welse hier, aber die europäischen schon. Das muss sein, durch das Hochwasser, das kann sein, ne? Aber die gehen auch auf Made drauf, gell? Ja. Auch interessant, ne? Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, auf jeden Fall, auf einmal ist hier voll Welse irgendwie im Bach. Vor 5 Wochen war ich gar nicht. Bestimmt hat sich jemand eingesetzt, kann halt sein, ne? Und es ist natürlich das Hochwasser reinkommen. Guck mal, ich würde sagen, so früher haben wir mehr so Rotfedern und Döbel hier gefangen und Karpfen auch. Wir haben vor allem viele Karpfen hier gefangen im Bach. Okay, jetzt geht die erste Pose auf Wurm raus. Und zwar, wir haben jetzt hier uns eine Unterwasserdrohne zugelegt. Gebt euch das mal. Das ist so eine Unterwasserdrohne, die kann man jetzt per Kabel, wird die gesteuert. Und die lassen wir jetzt die Unterwasserdrohne in den Tunnel rein, würde ich sagen. An alle jetzt, das ist die Unterwasserdrohne hier. Die sieht aus, als wäre die von 2050 irgendwie. Also voll Hightech hier. Und die lassen wir jetzt mal in den Tunnel steigen. Oh, wir haben nächsten Fisch. Ist dran. Oh, was haben wir? Wels. Ey, schon wieder ein Wels. Ich fass es nicht. Krass. Ey, krank. Krass. Ey, schon wieder in den nächsten Wels einfach. Auch Wurm. Hey, wir fangen hier nur noch Welse gefühlt. Das ist ein ganz kleiner. Ganz kleiner wieder. Aber die werden größer. Gebt euch, das sieht einfach so komplett Hightech aus einfach. Und diese Unterwasserdrohne lassen wir jetzt in den Tunnel rein. Ja. Die Drohne ist im Wasser. Alter, wie das aussieht, könnt ihr euch krank, das so geben. Sieht krank aus, wirklich, sieht richtig krank aus. Ey, danke für die ganzen Rosen. Ey, wie das aussieht. Holy shit. Zeig mal. Alter, die Unterwasserdrohne kommt rein, Jungs. Junge. Das geht da voll ab. Krank. Ey, danke für die ganzen Rosen, Konsti. Das sieht da krank aus. Alter. Kann man irgendwo sehen? Ah, das sieht man bisher von der Drohne hier. Das geht über Controller. Und jetzt lassen wir die Drohne in den Tunnel und gucken, was für Fische drin sind. Ey, das sieht so krank aus. Ey, danke, Konsti Mick. Ey, 100 Rosen, 95. Vielen Dank. Dankeschön für die ganzen Spenden. Ey, ist krank. Ist auch direkt von euch. Sieht man was? Ich weiß nicht. Ey, wir lassen die Drohne ist auf jeden Fall im Wasser. Seht ihr das? Siehst du da was? Ey, das hört ja gar nicht mal auf mit den Rosen, ne? Schlamm. Vielen Dank. Aber bisher. Oh, da sieht man was? Da sieht man was? Ah, es ist nur Schlamm, ne? Alter, Konsti, Mick 1K krank. Ja, ey, ist krank. Geisteskrank. Ich glaube, das Wasser wird heute wahrscheinlich sehr trüb sein. Ah, die Drohne ist hier vorne. Hier vorne, ja. Boah, ein bisschen Sicht halt da drauf. Ey, 200 Rosen schon, 1MXK krank. Das ist die Drohne. Gestellt, das sieht so krank aus, ne?
Also wir haben gerade technische Probleme hier. Wir müssen rausholen. Das Wasser ist halt sehr trüb heute, ne? Müssen halt an einem anderen Tag machen. Ja, eben. Aber weißt du noch, letztes Mal, vor 2 Tagen, war das Wasser richtig klar. Wir konnten ja alles sehen im Wasser. Dann können wir das machen. Aber jetzt ist halt so. Zu dunkel, ja. Also auf jeden Fall ein krankes Teil. Was denken sich eigentlich die Fische, wenn die so einen Roboter auf einmal im Wasser sehen? Alter, was ist dran? Alter, wir haben nächsten Fisch. Oh, das. Auf Wurm, ey, das ist größer, der Fisch. Ja. Krass. Geht auch in Holland angeln schon so viel. Ey, wir haben die erste YouTube-Serie, waren wir auf jeden Fall Holland. Da, wir haben so kranke Live-Bisse in Holland gemacht, das ist auch alles auf YouTube. Und Döbel ist das, glaube ich. Ich glaube, das ist Döbel, oder? Ja, oder? Oh, ich weiß nicht. Das ist Döbel oder Hasel? Ich bin mir nicht sicher. Das kann auch nicht, ich glaube, das ist ein Hasel. Hasel oder Döbel, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das ist Hasel, oder? Ja. Lassen wir den Bruder wieder rein ins Wasser. Wieder frei. Hey, guck mal, wie das Wetter wird die nächsten Minuten. Ah, das Wetter verzieht sich auf jeden Fall. Oh, es fängt an zu regnen. Ja, müssen wir ein bisschen durchziehen. Oh, wir haben nächsten Fisch. Bist du auf Wurm? Ist dran. Aber krass. Oh, ist abgegangen. Ah, scheiße, wieder abgegangen. Wie oft geht ihr live? Wir gehen jetzt 2-mal die Woche live hier. Tschüss. Oh, es verzieht sich hart gerade hier. Das geht hier richtig ab. Alter, was passiert hier? Auf einmal kommt der Sturm des Jahres hier. Wir müssen jetzt wahrscheinlich hier abhauen. Alter, es geht ja voll ab. Shit. Krass. Geht alles so schnell. Hab gehört, bei Regen war jetzt die besser. Ja, das denke ich mir auch, aber ich hab gar keinen Bock jetzt nass zu werden. Aber vielleicht ist es auch noch 5 Minuten, das weiß er leider. Am Ende ist es nur 5 Minuten, ne? Junge, wie es auf einmal hier voll abgeht, ne? Ja, ich muss den Stream beenden, müsst es leider durch. Danke an alle, die da waren, ne? Die Kamera ist verschlagen. Danke an alle, die da waren. Mega nice, mega geiler Stream. Danke an alle. Danke für den ganzen Support, für die ganzen Follower. Für die ganzen Abonnenten auf YouTube, für alles, für die ganzen Nations, kranker Stream. Ey, auf jeden Fall voll Welt hier mach auf einmal, das ist krank. Ja. Macht mega Bock. Wir müssen auf jeden Fall jetzt abhauen wegen dem Wetter. Macht's gut, ne? Ciao.